Die Reusen sind gerade egal. Oh, ich habe Wein fertig bekommen. Und zwar Lachsbeerenwein. Das ist doch schön. Dann machen wir doch direkt mal noch einen Wein. Was nehmen wir? Aber, ja genau. Stechpalmwein, ist das eine gute Idee? Ich weiß ja nicht. Ich mache jetzt einen Brombeerenwein. Komm, 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 komm. Geht doch. So. Okay. Ah ja, richtig. Ich sehe meine Katze dort sitzen und ihr fehlt Wasser. Darum kümmere ich mich jetzt. Miau. So. Da hast du Wasser. Gut, Pilze. Pilze habe ich auch. Und als nächstes gehe ich dann zu den Tieren. Ah, es ist schon 16.20 Uhr. Ich dachte, ich gehe noch in den Laden. Aber das muss ich dann morgen machen. Ach, guck mal, hier sind noch mehr Trüffelinos. Da hatte ich schon alles. Gut, dann dich habe ich schon. Okay. Jetzt hätte ich gern. Jetzt hätte ich gern nochmal Eier. Also nicht Eier, sondern Entenmayonnaise. Und ich habe natürlich vergessen, wieso gehen die jetzt eigentlich alle rein? Ist jetzt Mittagsschlafzeit oder wie oder was? Und dann fällt mir ein, wollte ich eigentlich gerne noch eine Runde Käse machen. Käse. Yay. Gut, das hätten wir auch. Tiere, Pilzhöhle, Farm, alles erledigt. Morgen wird ein entscheidend wichtiger Tag. Habe ich noch irgendeine Saat, bei der ich sage, hey, die hätte ich gern immer, immer im Gewächshaus. Hier sehe ich gerade ehrlich gesagt nichts. Hier sehe ich gerade ehrlich gesagt nichts. Wintersaat. Ich dachte gerade, das wäre jetzt auch diese seltene Saat. Was haben wir hier? Sommersaat, Herbstsaat. Melone. Ah, Sternenfrucht. Genau. Oh, da bin ich ja froh, dass ich nochmal geguckt habe. Und ich habe auch noch jede Menge Steine. Okay. Warum auch immer die da drin sind. Okay. Das ist jetzt, glaube ich, erstmal alles Wichtige an Saat. Na. Gut, die wollen wir auch noch aussäen. Jetzt ist die Frage, wo? Okay, ich glaube, ich packe die einfach dahin. So.
Haben wir hier allerhand Krams, hier Sternfrucht, da die uralte Frucht. Vielleicht ja sogar hier komplett nach unten. Dann habe ich hier noch eine Reihe frei. Was ich damit mache, weiß ich nicht. Wahrscheinlich erstmal gar nichts, weil ich da nicht automatisch gießen kann. Und ich weiß, dass man hier am Rand Bäume hinstellen kann. Ich weiß nicht, ob man mit den Blumentöpfen noch irgendwas anfangen kann. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Ja. So, und ich würde gerne, bevor jetzt hier alles vollkommen dunkel wird und so, hätte ich ganz gerne das Saatmaschine. Wobei, kann ich die bauen eigentlich? Gold, Kohle, Holz. Habe ich das vielleicht zufällig? Irgendwo? Ich meine, Holz und Kohle, ja. Wie viel Gold brauche ich denn? Ich habe einen Goldbarren. Ich brauche für die Ernte, für das Ding, brauche ich einen. Okay. Habe ich auch 10 Kohle? Hallo. Hallo. 10 Kohle, das und wie viel Holz? 25. Okay, pass auf, wir machen das nämlich ganz... Ah ja, der Goldbarren. Wir machen das jetzt nämlich ganz easy peasy. Ich baue jetzt noch so ein Ding. Eins davon bleibt hier draußen stehen. Kann ich vielleicht noch eine Kiste bauen? Dafür brauche ich 50 Holz. Ich hatte jetzt nur noch irgendwie 25 oder 26 oder so übrig. Nee, 32. Gut, ich fäll noch schnell einen Baum. Denn ich hätte ganz ehrlich, ganz wirklich, ganz ehrlich, gerne noch eine Kiste im Gewächshaus. Logisch, wie ich finde. Aber es könnte daran scheitern, dass mir Holz fehlt. Aber ich hätte ja nicht gedacht, ah, da ist ein Baum. Ich wollte gerade sagen, ich hätte ja nicht gedacht, dass es jetzt nochmal vorkommen wird, dass ich dringend Holz brauche oder einen Baum und diesen und dieser nicht zu finden ist. So, jetzt kann ich halt auch noch die Kiste bauen. Okay. Ah. So. Also. Saatguterzeuger. Da. Dann eine Kiste. Da. Okay. Was war jetzt? Hatte ich sonst noch irgendwas? Nö. Sonst habe ich nichts. Okay, warte, pass auf. Dann kommt in diese Kiste jetzt noch rein. Diese Saat? Ja, das war's auch schon. Gut, dann werde ich jetzt noch schnell Sachen verkaufen. Und wobei, bevor ich das tue, räume ich halt erstmal die Sachen hier. Also die Sachen, die ich aufheben will, in die Kiste. Habe ich irgendwo Platz für Trüffel? Komm, hauen wir mal da rein. Ich weiß, ich könnte daraus jetzt Öl machen. Aber alles zu seiner Zeit. So, und das Holz kommt hier wieder rein. So, und dann hatte ich mich ja für einen Steinboden entschieden, und zwar für den.